Hallo und herzlich willkommen zurück zu endlich mal wieder Mass Effect 3. Ja, nach etlichen Jahrhunderten von Stillem von Mass Effect 3 geht's nun weiter. Ich hoffe, glaube, schätze, wir sind hier irgendwo stehen geblieben, denn die lustigen Cloud-Daten haben das Spiel geladen. Also Cloud-Spielstand, Dingenskirchens. Kriegsterminal müssen wir jetzt, glaube ich, nicht benutzen, sondern wir müssen auf die Brücke. So, erstmal gucken, wie man das überhaupt spielte. Scheiße, wo wir öffnen. Öffnen? War das nicht Leertaste oder sowas? Ah nein, das war Shift, das war Shift. Gut. So, wir sind hier auf der Normandie. Wir hatten einen Albtraum letzten Bad, soweit ich. Ja, das ist sowas so. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen. Das stimmt auch irgendwie. Commander, die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Cool. Admiral Hackett möchte, dass sie es näher untersuchen. Ja, dann machen wir das doch gleich. Aber Commander, erstmal quatschen wir eine sehen Runde. Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. So. Wir sind mitten im Krieg, Spezialistin. Wir haben größere Probleme als eine Zahnbürste. Da hast du wahrscheinlich recht. Verstanden, Commander. Und ich bin wirklich froh, hier zu sein. Weiß ich, wie Wenn lange. ich bei den COM-Systemen der Informationsverwaltung helfen kann, ist das schon mehr wert als alle Arbeiten im Labor. Sonst noch irgendwas? Sie waren bei der Allianzforschung? Ja, und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI. Ja. Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Das ist schön. Weitermachen, Spezialistin. Dafür haben wir unsere Spezialistin. So, haben wir ein hübsches E-Mailchen bekommen? Ladies, nee, oh doch. Von Allianz News Network, ihr Informationspartner von Ruxius Rillius, ein Endreporter. Ja, das sind nur Nachrichten, ist nicht so schlimm hier. Was ist das hier? Allianz Klamotten. Kommando. Eilt, eilt, eilt. Huch, was zur Hölle. An das gesamte Allianz Militärpersonal. Dies ist ein Alarm für alle Gebiete der Menschen. Flat Admiral Hackett hat Bedrohungslage Säbel 1 verkündet. Feindpräsenz, Mann, das Großschreiben nervt, im Sollsystem bestätigt. Erde wird von Reapern angegriffen. Ja, das kennen wir doch schon. Das ist langweilig. Nee, das brauchen wir nicht unbedingt. Okay, dann gehen wir jetzt auf Mission. Oh lala. Wohin sollten wir? Eroberte Systeme in Cluster, die bereits von Reapern erobert wurden, können sie mithilfe des Tarnsystems der Normandy eindringen, um dort nach Überlebenden, Bergungsgut und wertvollen Informationen zu suchen. Dankeschön. So, wohin wollen wir denn? Wo sind wir denn gerade? Wissen wir nicht. Wir müssen dahin zur Zitadelle. Da, wo es blinkt, müssen wir, glaube ich, hin. Ja, da sind Missionen. wollen wir mal in den Anus becken? Anus, Peng! Suche und Rettung. Die Normandy ist mit einem neuen Verwissern. Ja, blablabla. Beachten Sie aber, dass bei jedem Einsatz wohl sich. Ja, das weiß ich. Wenn ein Reaper. Ja, das kenne ich schon, aber. Wie ging Fliegen? So ging Fliegen. Okay, linke Maustaste. Rechte Maustaste. So, wir müssen vorsichtig sein. Geil, da. Oh, hier ist ein Treibstoffdepot. Achso, wir sind noch voll gut. Ja, ist denn hier jemand? Hallo. Okay, einfach mal das System abklappern und hoffen, man findet irgendwas. Vielleicht haben wir Glück und wir finden was, außer Reaper. Das wäre natürlich doof. Ich glaube, hier ist nichts. Wir waren hier schon. Aha. Keine Ahnung. Okay, ja, zurück, ne? Anusbecken ist nichts. So, wir könnten, glaube ich, auch hier hin. Aber da sind Reaper und da werden wir gefickt. Uff, ja, wir probieren es mal aus. Wir sind heute tollkühn, können wir das bitte überspringen? Können wir nicht? Danke, danke, danke. Und tschüss. Wäre auch zu viel verlangt. Gut, wir müssen uns den Weg zum Massenportal freihalten. Hallo? Jemand da? Was ist das? Oh, Eden Prime. Ich habe etwas gefunden. Ach, hast du das? Untersuchen.
Wrack, Logbuch, das Wrack eines Treibstoffdepots, das von feindlichen Streitkräften zerstört wurde. Aus den Trümmern kann Treibstoff geborgen werden. 200 Einheiten Treibstoff erhalten. Gut, wir waren sowieso voll, also ist das jetzt nicht so die weltbewegende Entdeckung, aber hier ist was. Zion. Ach du Scheiße. Zion ist ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant und sogar größer als der Jupiter. Trotz der widrigen Schwerkraftverhältnisse und der tödlichen Strahlenbelastung hat sich dort eine kleine Helium-3-Bienenindustrie angesiedelt. Der Grund dafür ist denkbar einfach. Zion ist der einzige Gasgigant im Utopia-System und damit die einzige Kraftstoffquelle für die Energiewerke und Raumhäfen von Eden Prime. Um Zion kreisen 112 Satellitengestirne von künstlich integrierten Asteroiden bis zum Asphodelmond, der durch seine Größe eine dichte Atmosphäre aufweist. Population 1061, Orbitalperiode 52,8 Erdjahre, Radius 74.333 Kilometer, Tageslänge 10,5 Erdstunden. Scanner starten. So. Da lang, sagst du. Da lang, ja. Echt. Schneller. Ja, immer noch da lang. Immer noch da lang. Immer noch da lang. Da ist es ja. Und Atombombe senden. Bam. Mehr gibt's hier nicht. Kriegsaktivposten erhalten. Proteanische Datendateien. Das ist cool. Glaube ich. So, mehr gibt's hier nicht. Wann nutzen wir da wieder so ein weißer Strich? Gut, haben wir denn hier noch was anderes? Keine Riebe offenbar. Das ist schön. Was ist da hinten? Oh Gott, ich muss nicht. Immer dieses scheiß Niesen. Okay, hier haben wir alles. Dann, ach komm, gehen wir einfach mal hier hin. Hui, und machen diese lustige Aufgabe, damit wir wenigstens etwas Sinnvolles in diesem Part schaffen. Das wäre ja mal ein Fortschritt. So, wir müssen hier hin. Nochmal scannen. Gut, nix. Anflug, Umlaufbahn. Minai. User joined your channel. Was? Minai oder sowas. Den größten Mond von Palaiven umgibt schon seit den Anfangstagen des Turianischen Raumzeitalters ein großes Geheimnis. Während der Kroganischen Rebellion erklärte die Hierarchie nahezu alle Daten über Minai und seinen Schwestermond Nanus für vertraulich, weil sie befürchtete, die Kroganer könnten die Monde als Waffe benutzen und sie auf die Oberfläche von Palaiven stürzen lassen. Aha. Einige Informationen wurden aber dennoch bekannt. Es gibt Bilder von turianischen Basen, auf denen Personen ohne Umweltanzüge herumgehen, was auf eine umfassende Infrastruktur hindeutet. Wahrscheinlich ein Netzwerk unterirdischer Tunnel mit Masseneffekt-Feldgeneratoren, die auf breiten Streifen der Oberfläche für Wärme und Atmosphäre sorgen. Ja, das ist toll. Landen wir jetzt erstmal und retten die Primärchen oder Primaren, was auch immer. Ja, wir können ja nicht viele mitnehmen, also müssen wir die wohl mitnehmen, ne? Ja, auswählen. Ja, das ist nur mal so, wenn man längere Zeit nicht spielt, dann hat man keine Ahnung mehr von dem Spiel. Ja, mit der Sniper sind wir, glaube ich, ganz gut beraten. Haben wir auch nur die eine. Das oder dies? Das war doch nur ein Einzelschießer, oder? Fragezeichen. Kampfgewehr, Salven mit 3 Schüssen erfordert. Ja, das ist nicht so. Das, dann nehme ich lieber das. Ich mag keine Salven. Gut, den Rest können wir sowieso nicht ändern. Also los geht's. Aha. Hallo, Rüber. Wieso wollten wir nochmal hierher? Tim Esser sind interessiert ihn. Flieg weg. Ja. Ich hab gesagt, flieg weg, aber nein. Hallo, da sind wir ja. Auf zum Mond. Wo auch Krieg ist, Gott sei Dank. Wo ist nicht Krieg? Hallo, Commander Shepard. Hallo, James. Hallo, Liara. Oh nein, nein, das ist Palaiven. Ich glaube, das ist mal Palaiven. Wir haben dort einen alten Freund. Verdammte Scheiße. Sie werden ausgelöscht.
Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. Tja. War das auf der Erde auch so? Ja. Shepard, es tut mir so leid. Ja. Ja. Commander, die LZ wird überrannt. Ja. James, öffnen Sie die Luke. Ja. Ja. Landezone räumen. Gut, die Maus war doch zu schnell. Verpisst euch von meinem Reich. Nein, nicht ganz. Ist ja nicht ganz mein Reich, aber trotzdem. Hallo, flieg mal nicht so schnell hier. Das ist verkehrsruhig, das schone. Wir kommen ja unendlich Munition. Haben wir doch, oder? Nein, doch nicht. Wer will Krieg hier? Wer will Krieg? Du willst Krieg? Komm her, du willst Krieg. Krieg! Wir sollten, glaube ich, in Deckung gehen, habe ich auch vergessen. War F war Angriff, das weiß ich nicht. Entdeckung. Ah. Sterbt. Gut, müssen wir den. Ups. Müssen wir den ersten Schritt machen? Ja. Springen. Ah, Munition für uns. Gut. Hallo. Soldat, wo ist Ihr kommandierender Offizier? Geradeaus und um die Ecke. Hinter der ersten Barrikade. Geradeaus um die Ecke, okay. Wenn der nicht da ist, hau ich dich. Sprint, wie war das immer? Was war das? Achso. Oh. Hübsch, hübsch. Ah, sprint mal so. Nicht schießen, Verbündete! Ja, wenn ihr schießen würdet, hättet ihr sowieso ein Problem. Kommandierenden Offizier finden. Gut, Offiziere. Da. Hundertprozentig. Zur Besten. Bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Ja, Sir. Sergeant Bartels, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Ja, Sir. Sir. Oder Sir. General. Geht auch. Commander Shepard, hörte jo. Schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corentis. Corentin-Kacker. Ich bin wegen Primarch Fedorian hier. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Scheiße. Das kompliziert die Sache. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Und wie geht's weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Natürlich, General Corentis. Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelavin-Oberkommando weiß es bestimmt. Das ist wenigstens einer. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Oh. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Husks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Na super. Keine Sorge, General. Ich kriege Ihren Turm wieder zum Laufen. Wir sind schließlich Shepard. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Dankeschön, Also Kommandant. Gut, dann los. Los geht die Party. Aber da nehme ich mal die krasse Shotgun. Ich sehe den Kommunikationsturm. Links von der Hauptbarrikade. Vor Palavin. Ja, echt? Na dann vorwärts! Aber ich würde lieber rückwärts gehen. Ja, gibt's hier ein. Oh, guck mal. Oh, guck mal, Medikit. Ein Datenpad. Von Commander Hexner, betreffend Aschub. Sie haben uns Wintersachen geschickt. Ich weiß zwar nicht, was Sie dachten, was wir damit hier anfangen sollten, aber ich nehme an, wir sollten trotzdem dankbar sein. Die Energiequellen können so umfunktioniert werden, dass sie die Feldeinheiten unserer Kampfausrüstung betreiben. Auch ganz schön, wenn sie nicht so schnell verstopfen. In der Tat, was ist das? Uhu, Beitschienen. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Siehst du, macht Sinn, erstmal den Posten hier zu untersuchen. Also werden wir erstmal untersuchen. Was bist du? So. Ja, so ein Kurzzeitgedächtnis habe ich auch wieder nicht. Ja gut, was anderes gibt es hier wohl nicht, also los geht's. Ab in die Action. Ach ja, springen können wir ja nicht. Wir können uns zur Seite rollen. Yay. Los geht die Party. Wo geht die Party? Hier geht die Party. Wo geht die Party? Hier geht die Party. Was geht ab? Hast bei dem Turm abends überwältigt. Ja, das hast du bestimmt. Viel Glück. Danke. Wow, also der Hintergrund sieht echt geil aus. Warte mal, ich hab hier irgendwo Hass gelesen. Ich hab hier irgendwo Hass gelesen. Ich dachte, du bist ein Husky. Ich hasse dich. Oh, erschreck mich doch nicht so. Ich
erschreck mich doch nicht so, dass ich auf F drücke. Kannst du doch nicht springen. Gut. Jüpf. Auf zum Turm. Zum Turm. Kommunikationsturm. Spiel gespeichert. Wir können sie von diesem Steuerpult aus nicht reparieren. No. James, Sie reparieren den Turm. Wird gemacht. Aha. Kann zwar eine Weile dauern, aber ich gebe mein Bestes. Du musst die Drecksarbeit machen. Ah, ich hab mich geschossen. Ich sterbe. Da kommen Aua. Sie. Bereit, Liara? Darauf können Sie wetten. Schnappen wir uns diese Monster. Ich wette aber nicht. Ich wette nicht gerne. Hallo. Stirbst du mal bitte? Aua. Was? Ich hab ihn abgestochen. Unfair. Die spielt alle unfair, hat alle Hex an. Gut, wenn du mich nicht nachladen lässt, schlage ich euch ja tot. Puh. Ist mir doch egal, aber warte mal kurz, mach mal kurz Pause hier. Nehmen wir doch mal lieber Mr. Maschinengewehr und Mr. Brandmunition. Und Feuer! Naja, nicht ganz. Brandmunition. Erledigt, danke! Bin auf dem Weg nach unten. Hat aber lang gedauert. Hast du mal ein schlechter Techniker? Wer bist du da oben? Freunde. Wenn man sie abschießen kann, muss es wohl ein Freund sein, oder? Kann man jetzt hier... Gibt es hier hinten noch was? Funktion? Ja. General, hören Sie mich? Der Kommunikationsturm ist jetzt einsatzfähig. Ausgezeichnete Neuigkeit. Besten Dank, Commander. Ich kontaktiere das Pelevan-Oberkommando und finde heraus, wer der Nächste ist und ob er überhaupt noch lebt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was haben. Ich helfe Ihren Männern, bis ich was von Ihnen höre. Verstanden. Oh, sind die nett. Shepard, Ende. Sie sind so aufopfernd. Mach's halt auf deine Art, ne? Langweiler. Wie die dumm stehen da, wenn man sie drückt. Hey, Dummkopf. Hallo. Oh, du hast mich erschrocken. Selber schuld. Wohin muss ich jetzt? Muss ich immer noch den Turm verteidigen? Toll. Munition. Voll. Glaube ich nicht. Oh doch. Hallo. Geht. Komm, ein bisschen Action hier. Das ist langweilig und hundertprozentig gewinnt. Ui, stirb. Yay. Bitte oh, kommen. Ja, bin hier. Warum? Ich höre. Ich habe Informationen vom Pelevan-Oberkommando. Kehren Sie bitte sofort zurück. Okay. Sind unterwegs. Los geht's, Leute. Wir müssen zurück, weil wir haben Informationen und wir haben Erfahrung gekriegt. Erfahrung. Okay. Alter. Worauf läuft der gerade? Ach, der ist hier auf dem Mond. Fuck. Nein. Wo ist der Typ? Hallo Typ. Was haben Sie? Wie Ihre Begleitung schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Wohl wahr. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarchen für Sie finden. Nicht die Primaten? Garrus! Vakarian, Sir. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rühren, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Pelevan. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Pelevan verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. So. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Er ist ein verdammt guter Soldat. Lieutenant, schön, Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Pelevan-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen.
beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Oh. Unkonventionelles Denken könnte Pelevin retten. Und die Erde. Und alle anderen Planeten. Er wird tun, was nötig ist. Erinnert mich an einen alten Menschenspekter, den ich mal kannte. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte komm! Kann das nicht warten, Joker. Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Oh. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Kann sein, dass wir schnell weg müssen. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Dann los. Garrus, Sie waren doch heute Morgen mit Victus zusammen. Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich. Mit Ziel Flugfeld. Och, du Mistschick. Was soll denn die Scheiße? General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um alles, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus. Ist das ein Witz? Bin direkt hinter Ihnen. Gut, aber wir machen erst im nächsten Part weiter, weil jetzt erst wieder mal so 20 Minuten um sind oder so wieder. Und so lange Parts guckt euch eh nicht an, falls überhaupt. Gut, bis zum nächsten Mal bei Mass Effect 3. Tschüss.